Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Ich wäre ready. Achso, okay, gut. Dann? Jo, moin, ihr fliegt unter Heu, meine lieben Landratten und Rädchen da draußen. Und mit wieder herzlich willkommen zurück zu Faster Than Light hier beim guten Valvo. Hallo! Servus und hallo! Der Valvo, der hat ein bisschen hallo, offscreen Anu. Was freigeschaltet. Hallo! So nennt das Schiff. Hallo, Anu. Moin, moin. Liebe. Okay, weg. <okay. lacht> Ende. Genau. Haben wir eben schon mal festgelegt. Okay. N? NX. Achso. Ja. Nee, dann müsstest du eigentlich N. Ja, ja, stimmt. X01 Enterprise. Okay. Das wird gehen, oder? Kommt sogar noch das. Geil. Jo, ich hab da mal was vorbereitet. Ich hab einmal offscreen gespielt und. Hast du den Jean Pütz gemacht hier? Das hier freigeschalten. Denn Zoltan, ja. Zoltan, der Megaschiff. Weiß nicht genau, wie es heißt. Mega! Haben schon gesagt, die Anordnung ist auch total mega. Ja, aber Alter. Räume zu, schaut's besser aus. Boah, der Laser hier, die Lanze. Sieht mir so Lancelot. Das sieht aus wie so ein Greifer, weißt du? Ja, stimmt. So ein bisschen. Jetzt holen wir uns so einen Plüschbär raus. Und ganz kurz vorm Ende, wieder gefallen. Oh, nochmal 5 Euro wieder nichts. Ja, genau. Hatte ich gestern tatsächlich jemanden gesehen, der das spielt. Bin ich an so einen Supermarkt gegangen und da waren diese Greifer und ich dachte noch, bin noch zuerst vorbeigegangen und dachte, da spielt nie jemand. Das ist doch so, dass es das heutzutage noch gibt, vor allem lauter Ramschbären, die da drinnen sind. Gar nichts Cooles, Neues, sondern irgendwas total Hässliches. Dann gehe ich da zurück. Mit dem Material befüllt, was sie vor 30 Jahren da mal reingeladen haben, genau. Weil es nie jemand rauskriegt. Dann gehe ich zurück und sehe echt Leute spielen. Okay, ich habe nichts gesagt. Aber auch gegriffen. Natürlich bis zur Mitte hat er es gehabt und auf einmal, oh je, ausgegangen. Leider. Ja, leider jeder doch. Muss nichts seine Erfahrung gegriffen. Damit machen, wa? Ja. So ein verliebtes Pärchen, dachte ich, oh je, heute kein Sex. Aber ich wollte unbedingt dieses Pärchen haben. Fällt vor allem für nichts. Ja. In dem Sinne würde ich sagen, starten wir motiviert. Ergreifen wir die Chance. Wir müssen noch umbenennen da unten. Hier, Archer. Ja. Statt dem Weishing. Ja, die sehen alle gleich aus. Also ich glaube, da müssen wir nicht wirklich achten, wen wir festen Namen geben. dann machen wir zu Paul. Ja. Kann ich dann Apostroph? Ja, passt. Das Spiel kann Apostroph. Und? Tucker, oder? Ja, mach Tucker. Die drei Main-Leute. Jetzt Mayweather. ja, ich habe das Offscreen gespielt und weil ich ein neues Schiff freischalten wollte. Und das hat zum Glück geklappt, dass ich das freigeschalten habe auf der Soltan Heimatwelt. Da gab es so ein Quest. Mhm. Das konnte ich dann triggern und ja, abschließen. Also nicht das Spiel, weil bin dann irgendwann verreckt, aber es hat gereicht, um das Schiff zu kriegen. ja, Variante können wir uns noch nicht anschauen, haben wir noch nicht freigeschalten. Wir müssen ein Schiff zerstören, bevor es den Soltan-Schild durchdringt. Das ist der hier. Eine rätselhafte Technologie erzeugt diesen nahezu undurchdringlichen Schild. Nur ein FTL-Antrieb ist stark genug, ihn aufzuhalten. Wahnsinn. Was auch immer das bedeutet. Ich erinnere mich an diese französischen Aliens aus Star Wars Episode 1. Es ist unmöglich, unsere Schilde sind undurchdringlich. Oh nein, Merde! Merde!
Und dann haben wir ein bisschen was Widersprüchliches. Halte beim Zoltan größer Zeit vielleicht 29 Energie in den Systemen. Und erreiche Sektor 5, ohne den Reaktor im Soltan-Kreuzer zu verbessern. Ja. Also entweder A oder B. Ja, also C oder B oder C. ja, als Waffen haben wir eine Lanze, 3 Energie. Eieieiei, ganz schön heftig. Langsame und durchschlagskräftige. Wir können dann theoretisch diese Waffe auch gegen eine andere Waffe austauschen, die 3 Energie frisst, weil unsere Waffensysteme jetzt schon mit 3 befüllt sind. Stimmt, ja. Und Leto. Dieser Raketenwerfer ist veraltet und schwach, kann aber noch immer effektiv genutzt werden. So wie Picard. Tschüss, Tom. Ja gut, dann schauen wir mal rein. Schwer. Jo. Ja. Ha. Die Daten, die du an Bord hast, sind für die Föderationsflotte von größter Bedeutung, auch wenn wir die nie abgeben und wir eigentlich selber nur den Endkampf fechten müssen. Aber okay. du benötigst Vorräte für die Reise, also erkunde jeden Sektor, bevor du zum nächsten springst. Aber erreiche den Ausgang, bevor dich die Rebellenflotte einholt. Tipp: Systemschaden. Wenn ein System durch Feuer oder Eindringlinge vollständig ausfällt, erleidet die Hülle ebenfalls einen Schaden. Das ist ein Tipp. Ich würde es eher als Warnung betiteln, oder? Ich habe mir übrigens eine Folge nochmal angeschaut, wo das Gegnerschiff einfach so explodiert ist. Obwohl wir obwohl die friedlich dann waren. Ja. Ja. Das sah echt seltsam aus. Man hat nur so gesehen, wie die Shield, also die Dings hat runtergehen, die Böppeln da. Siehst du so 4, 3, 2, 1, aber halt über 5 Minuten entfernt. Wir labern halt die ganze Zeit und siehst du so langsam, wie die halt runtergehen und immer weniger haben und einfach explodieren. Man hat nur gesehen, dass, glaube ich, rot im Schildraum waren. Okay. Hatten wahrscheinlich ein Feuer und hatten das nicht unter Kontrolle bekommen und hat dann so nach und nach alles zerfressen. Weißt du, wir unterhalten uns ganz früh ja, neben einem harten Schiff, wo sie an allen Fenstern so help, help! Und schreien. Wir labern die ganze Zeit. So geil. Und dann, hä? Was war denn da gerade? Ganz gut. Die Rettungsshuttles werden so ausgesondert von dem Schiff. Okay. Shop. Was haben wir da? Notfall. Ui. Der Notfallshop. Ja gut, wir haben nichts zum Kaufen, also wir haben gerade mal 30. Ich würde sagen, Notfall und dann über 2-3 Punkte nach oben zum Shop oder so. Ja. Machen wir das. Sie sterben. Du folgst dem Notensignal zu einem winzigen Asteroidengürtel. Ein kleines Schiff versucht, durch das Feld zu kommen. Asteroidengürtel? Hä? Okay. Ja, wir haben doch jetzt starke Schilde. Die sind undurchdringlich. Es antwortet: Hilfe, unsere Schilde sind ausgefallen. Unsere Schilde sind. Mon Dieu. Mon Dieu, Capitän. Die können nicht mehr lange durchhalten. Erstens versuchen sie mit dem Schiff. Mit deinem Schiff sie zu schützen oder dein Schiff nicht riskieren und sie ihrem Schicksal überlassen. Schicksal. Stimmt sogar diesmal mit Schicksal. Schicksal steht da so, oder? Ja. War das das Spiel mit Schicksal? Ja. Okay. Haben sie aufgrund unserer Videos wahrscheinlich nachträglich nochmal gepatcht. Du kannst verhindern, dass das andere Schiff zerstört wird, aber dein Schiff muss einige Treffer einstecken. Aber dein Schiff wird zerstört. Ja, super, danke. Als Dank bieten dir die fremde Crew einen Teil des Schrottes und Treibstoff an, den sie im Asteroidengürtel abgebaut haben. 27 Schrott, 4 Treibstoff, 1 Schaden an der Hülle. Ja, ist okay. Uiuiui, ui, ui, was ist denn da los? Ist das aufgrund des Asteroiden-Dings oder ist da irgendwie mehr? Oh! Oh! Da ist eventuell mehr. Da ist mehr.
Berserker-Rival ist. Der eine ist gleich tot. Raus mit dem rechten. Ah, das geht noch. Das war knapp. Hat jemand keinen Bock auf Enterprise Crew, kann das sein? Ich hasse. Von den Rollen her passt, oder? Also Archer bleibt Captain. T'Pol. T'Pol würde ich zu Waffen stecken und Tucker in den Maschinenraum, ja. Passt. Er will später mal einen Read haben, dann können wir den ja zu den Waffen stellen. Mhm. Und dann irgendwie zu den Schilden. Also T'Pol ist die helle. Mhm. Die anderen schon gleich hier, aus. Nein, hier hörst du es zuerst. T'Pol ist die helle. Nur um nochmal drauf einzugehen. Ich dachte auch gerade dasselbe. Noch ein Notfall, ja geil. Geht sich das aus? Ja, YOLO. Ja, YOLO. Tot. Wer hat da keinen Bock auf Enterprise? Du hast ein Flüchtlingsschiff gefunden, das im Weltraum treibt. Es scheint vor dem Vorstoß der Rebellen geflohen zu sein und nun ist der Treibstoff ausgegangen. Das Notsignal ist aktiv, aber du bist dir nicht sicher, ob jemand an Bord ist und die Kommunikation ist deaktiviert. Bereit machen und an Bord zu gehen und nachzusehen. Dem Schiff scheint der Treibstoff ausgegangen zu sein, das hatten wir eben schon. Und der Crew kurz darauf die Lebensmittel. Blöd gelaufen. Trotz der grausamen Entdeckung kannst du einige Dinge aus dem Frachtraum mitnehmen. Du findest ein überlebendes Crewmitglied. Achso, ich dachte, die wären alle tot. Das im Kühlraum eingesperrt. Was? Das im Kühlraum eingesperrt, aber völlig unversehrt ist und von der hungrigen Crew übersehen wurde. Ach, die haben sich gegenseitig gegessen, oder was? Wir haben Nathan entdeckt. Geil. Was kann Nathan denn? Es ist ein Nathan. Ist das nicht so ein... Oh, wie sind die noch? Mantis, genau. Da bellt der Hund gleich, ja? Scheiß Mantis. Ja, ich würde sagen, bevor wir T'Pol auf Waffen schulen, dann mach doch daraus hier Malcolm Reed. Mhm. Ab in den Waffenschrank und mach aus... Ist jetzt gut, Hund! Jetzt halt die Fresse. Und mach aus T'Pol, stell die in die Schilde oder so dann. Mhm. Verursacht 1,5-fachen Schaden im Kampf. Also ist aber nur im Nahkampf. Ja, aber. Mhm, trotzdem. Dann kann er auch gleichzeitig den Fernkampf trainieren. Stimmt. 1,2-fache Bewegung und halbierte Reparaturgeschwindigkeit. Okay. Du rüber, du rein. Also wie du wieder ausguckst heute. Aber sehr grün heute, ne? Also grünes ja, Schiff stimmt. Und komplett grüne Crew. Die Veggie Crew. Come on, ernsthaft. Schon wieder ein Notfall? Ja gut, dann geht er halt hin und dann zum Shop, oder? Boah, das wird das eng. Wird echt knapp, ne? Ich kann ja mal hin. Ja gut, ich meine, es muss ja auch noch einen zweiten Shop hier irgendwo geben. Wir müssten eh irgendwie darüber, also. Das Notsignal scheint von der Oberfläche des nahegelegenen Mondes zu kommen. Deine Sensoren erfassen eine einzelne Lebensform. Pass auf, der Rest ist wieder getarnt. Mhm. Du findest einen einzelnen Mann in einer Höhle. Sein zerstörtes Schiff, nach zu urteilen, scheint er schon viele Jahre hier zu sein. Er sieht gesund aus, aber sein geistiger Zustand ist fraglich. Kahn! Ihn auf dein Schiff mitnehmen, in der Hoffnung, ihm helfen zu können, oder den Verrückten sich selbst überlassen, weil er das Risiko nicht wert ist. Ach, mitnehmen. Ach klar. Der wird uns wahrscheinlich gleich angreifen, aber hey. Oh, was? Im Orbit angekommen, wird der Mann zunehmend gewalttätig. Er greift deine Crew an und kann ein Besatzungsmitglied töten, bevor er überwältigt wird. Haben wir ihn dann jetzt trotzdem oder sind jetzt beide weg? Also es endet schon wieder wie... Janeway ist genauso früh gestorben bei der Voyager, ne? Also, echt. Die Captains hier bei uns, die halten echt nicht lange durch. So geil, ey. Oh mein. Ja, schön. Nice. Gut, da sind wir wieder nur drei.
Da ich wohne in Toll. Next job for you. Boah, Alter, wenn ich Eindringlinge sind, die Leute laufen sich echt tot. Ja, aber hallo. Apropos Eindringling. Das könnte knapp werden. Dann flieg in den Nebel. Dass wir oben gucken können, ob da noch irgendwo der zweite Shop ist. Hm. Sorry, Hitler. Außer großen Gaswirbeln, die Strahlen einer entfernten Sonne reflektieren, gibt es hier nichts. Zu Paul stirbt. Darauf, oder? Dann darüber, ja. Noch gar kein Kampf bisher. Oh, was ist das für ein Background? Ja, oh. Oder? Ich und meine blöde Fresse. Hat in diesem Asteroidenfeld auf der Lauer gelegen. Es nähert sich sofort, um anzugreifen. Umdrehen und kämpfen. Im Asteroidenfeld auch noch. Jetzt bin ich gespannt, was die Sultanschilde als aufhalten. Ja, ich auch. Oh, kann sein, dass wir nur 3 Waffenenergie haben, aber hier 4 bräuchten. Ja. Ernsthaft? Oh, und wir können die nicht mal... Hä? Was sind das für ein Scheiß? Wir haben gar nicht genug Energie? Was kann ich da... Ich hätte was? Jetzt schon so verstanden, dass wir eigentlich Energie hätten. Oh, weil keiner bei den Waffen ist. Doch, doch. Ach so. Aber eventuell kannst du einen von unseren Fraggeln, der Systemenergie liefert, da reinstellen. Ah... Aber liefert der 1 oder liefern die 2? 1. Ja, du tippst uns ja 0 weiter. Doch, 1. <eins. lacht> Ah. Verballern wir halt unsere 12 Raketen, oder was? Hm. Doch ein bisschen blöd. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich meine, ich kann halt von da irgendwo was ab... Gerade von einer Krankenstation dabei mal, während wir es nicht brauchen, eins wegnehmen. Ja. Hm. Ja. Okay. Jo. Und dann noch die Schilde, oder? Erstmal ja. Hä? Was ist denn das? Das ist neu. Kann ich hier durch 3 Räume durchschneisen? Wieder mal dein Glück. Ach, das ist die Lanze oder was? Die so eine große Auswirkung, ja. Ja, die braucht halt irgendwie ewig keinen zum Laden, ne? Mhm. Bald sind beide tot, bald sind beide tot. Ah. Als ob, Alter, wie. Da. Okay. Gut, ich meine. Als ob. Okay. Ja, nehmen wir mal an, oder? Ja, nice. Ist okay. Die Lanze fand ich jetzt schon recht überzeugend. Sofern es kein Glückstreffer war. Ey, die ballern hier immer noch uns. Na, die Asteroiden. Lass schneller. Wir holen davon. Au. Die Asteroiden machen schon mehr Schaden als das Gegnerschiff. Die Loser. Werden die eventuell auch getroffen? Ja, stimmt, die haben ja auch roten O2. Eich? Müsste ihnen bald alles ausgehen. Aber wir fliegen weg, oder? Magst du es dir anschauen, das, das Trausch? Ich würde noch mal eine Sekunde warten, vielleicht. Wenn es mal wieder länger dauert. Ja, komm, hau ab. Sie reparieren es auf jeden Fall nicht. Bisher sind auch nur wir getroffen worden und alle Asteroiden sind an denen vorbeigeflogen. Da kommt wieder einer. Komm, die Schilde sind auch so gut wie down. Ja, auch wenn dort irgendwie nichts einschlägt. Das ist voll gemein. Naja, okay. Tschö. Schau. daher, oder? Vorher. Ja. Oh, süß. Die Mantis freuen sich, dich zu sehen und aktivieren ihre Waffen. Wir haben auch eine Mantis an Bord. Tja, das haben die wohl nicht wahrhaben wollen. Frechheit.
Wir haben dezent wenig Energie hier. Habe ich so das Gefühl. Was? Allein überleg mal, wir starten mit wie viel Systemenergie? 5? Wir sollen das auf 29 hochpushen? Yep. Okay. Oder wir sollen den nie ausbauen. Das war das andere Achievement. Ach so, ja klar. Alter, gut, die sind doch auch schon wieder instant tot gleich. Stimmt, die Hülle. Alter. Ich kann jetzt aber nicht switchen, oder? Während die hier lädt. Weil nee, dann ist die Energie die eine deaktivieren. Wieso schießen die Lanze jetzt nicht? Hallo. Hä? Was ist nochmal? Okay. Gut. Okay. Warum nicht? Auto vorher wieder reinnehmen. Schiff explodiert und hinterlässt eine beträchtliche Menge an nützlichem Schrott. Schrotti? Ja, aber echt nur. Soll ich die eigentlich jetzt umbenennen, weil Taka jetzt da drinnen steht? Und Topol und Reed hier draußen? Pff, ja, von mir aus. Dann wird das Reed und das wird Taka. Ich hab das Gefühl, das wechselt eh noch 10-mal durch. Was? Was? Achso, Energie sollte ich da wieder reinhauen. Ich hab vollstes Vertrauen in unsere Fähigkeiten. Das ist die beste Crew aller Zeiten. Yay! Schon mal besser als Discovery. Ja, okay. ja. Was meinst du? Waren wir noch gar nicht da unten? Wir könnten noch daher. Vielleicht? Ich bin gerade überlegen, wollen wir das oben rechts noch mitnehmen? Da wird aber nichts sein, oder? Shop? Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ein Schiff zum kaputt machen. Okay. Nichts. Du findest einige Schiffe, die sich um eine Station herum versammelt haben. Es gibt einige unverschlüsselte Unterhaltungen zwischen den Schiffen. Du hörst zu, ob du etwas Interessantes erfährst. Du entnimmst ihrem Gespräch, dass sie ein feindliches Schiff unversehrt in ihren Besitz bringen müssen. Deins. Wetten. Das wäre jetzt blöd. Deine Dienste. Wir sind nicht unversehrt. Das sind sie ja. Wir haben gerade von ihnen gesprochen. Wir sind nicht unversehrt, zum Glück. Okay. Ja, okay. Dienste anbieten. Sie scannen kurz dein Schiff und informieren dich darüber, dass du für eine solche Mission nicht richtig ausgerüstet bist. Was? Das dann halt nicht. Halte ich für ein Gerücht. Erst daher? Ach, geht gar nicht. Über den Shop. Okay. Das dann. Geht doch nicht. Dann geh mal einkaufen. Die Raumstation hier hat einen fahrenden Händler an Bord, der sich seine Waren anbietet. Der sich seine Waren anbietet? Oh, was habe ich denn hier? Was habe ich mir denn heute wieder mitgebracht? Okay. Was haben wir denn da wieder? Das ist ein LL2. Warte mal. Oh, Ladegerät, endlich. Endlich kann ich mal mein Handy aufladen. Ach so. Ich dachte, was ist denn das Tolle? Aber da steht einfach nur die Sperrzeit der Hilfsbatterie wird halbiert. Ah, die Scanner waren ganz gut. Theoretisch, dass man halt weiß, was sich so in der Nähe befindet. Ja, kann man mal überlegen. Köderbojen hinterlässt ein falsches Signal. Nee, weiß ich nicht. Nee. Crew-Teleporter, Tarn- und Klonstation, auch alles nicht so wirklich. Nee. Also wenn dann die Langstrecken und so auf dieser Seite hier. Und auf Seite 1... Da haben wir Menschen, da haben wir einen Mantis und da haben wir einen Soltan. Alle mit scheiß Fähigkeiten. Ja, bei den Waffen. Ionenschlag 2. Ionenwaffe können Systeme außer Kraft setzen, ohne die Hülle zu beschädigen. Ach das. 4 Sekunden, ja, ist okay. 3 Energie, ist, naja. Okay. Ja, aber das setzt halt nur wieder dieses Thema außer Kraft und macht sonst nichts, ne? Ja.
Dann haben wir Laserlader 2. Diese Laserwaffe kann mehrfach aufgeladen werden, wodurch sie zusätzliche Projektile erhält. Was? Okay. Benötigt die Energie 3, Ladezeit 5 Sekunden, ist okay. Jo. Schießt 4-mal pro Ladung, oder wie? Nee, Schüsse pro Ladung 1. Maximale Ladungsschüsse 4? Hä? Was? Aus 1 macht 4 oder was? Also eigentlich 1, aber in Wirklichkeit 4? Naja, 4 vielleicht dann, wenn du es mehrfach aufladen lässt. Ist das damit gemeint? Hm. Wie lade ich die denn? Aber ich sag mal, normaler Schaden 1, Schüsse pro Ladung 1, benötigt die Energie 3. Ich finde, das ist ein Widerspruch alles. Ich finde den Effekt nicht gut für die Energie, die es frisst. Mhm. Okay, was ist der Schwarm? Schwarmrakete. Der Schwarmwerfer kann mit genug Ladezeit mehrere Sprengköpfe replizieren. Replizieren? Ja. Benötigt die Energie 2, Ladezeit 7 Sekunden. Benötigt benötigt aber Rakete? Schüsse pro Ladung 1. Schon wieder das mit dem Einschuss und 3 Ladungsschüsse. Schilddurchdringung 5, also so schlecht ist das gar nicht. Also besser als der aktuelle, der alt und schwach bezeichnet wird, ja, den wir an Bord haben. Den sollten wir auch gleich verkaufen. Also. Der macht sich mehr lang. Wobei von der Lanze waren wir auch nicht begeistert und eigentlich ist sie gar nicht so schlecht. Von der Lanze waren wir nicht überzeugt und die fand ich jetzt echt gut. Aber ja, das klingt jetzt erstmal nicht so gut. Ja. Ich meine auch Schilddurchdringung 5, aber. Schaden 1, Rakete 1. Weiß ja nicht, was mit 9 Sekunden. Aber naja. Ja, da war der Schwarm schon besser. Ja, dann kaufen wir halt die Schwarmrakete. Hauen wir Leto raus. Ja. Kaufen die Schwarmrakete. Und den Langstreckenscanner. Genau, dann reparieren wir die Hülle nochmal eins. Bing. Und dann nehmen wir noch, keine Ahnung. Ist jetzt nicht so auf Drohnen ausgelegt, also dabei. Ne, Drohnenteile würde ich auch nicht mitnehmen. Raketen haben wir ja auch relativ viel. Ich würde vielleicht Antrieb nochmal zweimal aufstocken. Bing. Ah, okay. Ein Hoch auf den Langstreckenscanner. Welches mögliche Schiff darfst du? Vielleicht das hier. Oder das hier. Welches unbekannte Schiff darf es sein? Darf es sein, unbekanntes Schiff Kandidat Nummer 1, der... Ich leg da eins, ja. Es ist nämlich in der Nähe vom Ausgang. Da können wir überlegen, ob er da rausgeht oder noch eins weiter. Hm. Zuerst sieht es aus, als wärst du in ein leeren System angekommen. Doch ein Schiff taucht hinter einem Planeten auf und ruft dich. Haha, ich bin der tote Pirat? Ich weiß nicht, ob ich... Also, er ist schon tot. Schön, dass er sein Schicksal schon kennt. Tote Pirat Tuko, gleich werden sie sterben. Ja, ja. Okay. Du auch, Tito. Mhm. Ach, guck mal, da hier. Symbol hier. Diese drei Dinger. Explosionsrakete ignoriert Schilde, benötigt Rakete mehrfache Ladung. Ich bin gespannt, was das dann wird. Also, wir machen von hier. Von wo machen wir denn? Kannst du so quer rüber, Schilde und zu Waffen? Ich versuch's. Okay. Nice. Schneid mal so ein richtiges Loch rein. Ich weiß nicht, warum das jetzt gelb ist und nicht rot. Aber hey. Ja. Piu. Solange es auch alles vernichtet, passt schon. Oh yeah. Oh. Aber hier ist auch wieder, dass das Ausgangs-Dingens am wenigsten Schaden genommen hat. Von wo ich das weggezogen habe. Vielleicht muss ich es in die andere Richtung ziehen. Kann auch sein.
Das Schiff explodiert und es hinterlässt eine beträchtliche Menge an nützlichen Schrott. Nice. Bing. Was meinst du noch eins und dann zum Ausgang? Ja, könnte sich ausgehen. Warum nicht? Nichts. Deine Scans zeigen eine Erzraffinerie und mehrere Fabriken, die alle stillstehen und leer sind. Es werden keine Biosignale angezeigt. Okay, ja, das kommt nicht schon sehr nahe. Ich wollte gerade sagen. Es ist nicht nichts, aber es ist auch gleichzeitig nichts. Ja. Du hast den Langstreckensignal von dem man sich fühlt. Genau, oder so. Du hast den Langstreckensignalpunkt erreicht. Ist der FTL-Antrieb geladen, kannst du in den nächsten Sektor springen. Yay. Aha. Wir haben keinen Schaden. Du entdeckst eine kleine Station, die mit hunderten Reparaturdrohnen ausgestattet ist. Du erhältst eine automatische Nachricht. Wir wissen nicht, wer sie sind. Und es ist uns auch egal. Okay, wow. Aber hier sind sie am richtigen Ort für Schiffsreparaturen. Das wäre mal besser, wenn das irgendwie am Ende kommen würde. Ist doch am Ende des Sektors. Ja, das ist Sektor 8 oder so. So, rot, rot, lila, also müssen wir oben rum, ne? Ja. Rebellengebiet, verlassener Sektor, das klingt erstmal nicht so schlecht. Dieser Sektor ist weitgehend verlassen, seit eine Reihe schwerer Kämpfe hier hiesige Bevölkerung dezimierte. Die Gegend soll immer wieder von einem unbekannten Alien-Volk heimgesucht werden, sei also auf der Hut. Aber die Musik auch gleich hier bedrohlich klingt hier. Mhm. Job! Ernsthaft. Immer am Anfang, wo wir nichts haben. Wir haben doch nichts. Jo, doch nichts. Na gut. Aber das, was uns hier erwartet, im unbekannten verlassenen Sektor, sehen wir beim nächsten Mal. Cliffhanger. Danke den allen fürs dabei sein und euch fürs Zuschauen. Mhm. Und dann bis zum nächsten Mal bei FTL. Bis zum nächsten Mal, genau. Macht's gut. Mlul. Moss. Tschüss.